Hallo und willkommen zu einer Runde Invasion Mod. Bei mir ist noch der David hier. Oh, so, in der Richtung hier. Hallo. Rechts, links von mir, von meiner Seite. Bei mir ist dann auch noch der Holak und der Maxi von Great Arcade. Hallo. Hallo. Und der Alexander, der Minertech, ist auch noch mit dabei. Ja, hallo, ich bin heute der Waffenmeister. Möchten Sie Waffen kaufen? Und Nein. Wir sind hier auf unserem Server, der jetzt demnächst auch an den Start gehen wird. Das Ganze wird auch gesponsert von EU DevNet Hosting. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Aber dazu wird noch ein bisschen später was näher erläutert, wenn es dann soweit ist und der Server an den Start geht. Heute wollen wir eine Runde spielen. Wir werden es natürlich nicht ganz fertig kriegen. Deswegen werden wir das in Episoden unterteilen. Und wenn es euch gefällt, dann gebt ein Like und zeigt das. Und wir werden mehr in der Richtung machen. Wir haben jetzt auch heute nicht so viel Zeit. Deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt an. Alex, wo ist noch Rüstung? Ja, ich bin noch dabei. Ist ganz verwundbar. Ich modifiziere hier noch ein bisschen was. Wir sind jetzt auch extra in der 1.7.10, weil der Invasion Mod leider nicht mehr weiterentwickelt wird. Und wir haben jetzt hier schon mal den Nexus gesetzt, setzen jetzt hier noch den Katalyst rein. Und jetzt läuft der Balken hier nach oben und es wird natürlich abgefragt, ob man sich sicher ist, das Ganze zu starten. Ja, wir sind uns, glaube ich, sicher, wir sind bis unter die Zähne bewaffnet. Und es wird, also ich denke mal, viele von euch kennen Invasion Mod vielleicht noch, aber wie gesagt, es ist nicht mehr so aktuell eigentlich. Bei Invasion Mod ist es so, dass immer in Waves Mobs spawnen und versuchen, den Block hier zu zerstören. Und wir müssen das natürlich verhindern. Wir haben nur begrenzt Munition und auch begrenzt Nahrung. Von daher werden wir natürlich irgendwann scheitern. Die Frage ist halt, wann das passiert. Und das wird heute bestimmt lustig, Leute. Ja, mal sehen, ob es eine Folge wird oder 10. Achso, ich bin auch gespannt. Schwer zu sagen. Ich glaube, 10 ist ein bisschen sehr optimistisch, aber... Ja, wir leben hier noch in einer zivilisierten Welt auf dieser Burg, aber das wird sich auch bald ändern. Ja, also zivilisiert. Wir haben hier Feuer. Guck mal, wir haben hier Feuer, wir haben Fackeln. Das ist nicht äußerst zivilisiert. Also ich bin mit der Barrett den Turm oben, ne? Aber wir der Tag auf wird der kommen. Burg Eisenberg, muss man auch gesagt haben. Da greift die dunkle Macht über die Wellen. Ah, kommen schon die ersten netten Kollegen. Also ich sehe doch keine. So, jetzt mal gucken, das müsste ja jetzt aktiviert sein, Wave 1. Es geht also jetzt so langsam los, ne? Hallo? Waffe ist schon geladen. Voll. Und das wird jetzt einen kurzen Moment dauern, bis da die ersten Mobs erscheinen. Und wir haben das schon mal früher gespielt. Es wurde auch oft auf YouTube früher gemacht als Let's Play in welchem Mod. Und es kam immer gut an. Von daher weiß ich nicht mehr, warum es jetzt nicht mehr gezockt wird. Hängt vermutlich auch damit zusammen, dass dieser Mod nicht mehr weiterentwickelt wird. Was schade ist, weil er ist wirklich gut. Ja, wir haben ja auch schon mal zusammen mit dem Cactus Martini damals auch eine Folge gemacht. Das ist auch mega gut angekommen. Also es ist einfach eine tolle Mod und es macht einfach wahnsinnig Spaß, das zu zocken, ne? Schon sehr cool. So, jetzt die Frage ist hier alles, das ist alles cool. Gehen wir mal um. So, mal gucken, was der hier anzeigt. Habt ihr schon Mobs gekillt? Jupp. Nein. Ah, da ist schon jemand. Wo denn? Am Buddeln. Ja, man muss ein bisschen schauen. Wir sollten uns am besten verteilen halbwegs. Wave 1 almost complete. Sehr gut. Also ich weiß, ich glaube, ich bleibe am besten hier am Nexus. Ich kann euch auch eins sagen. Wir haben schon mal gespielt und wir wissen, was da auf uns zukommt. Das fängt brutal harmlos an und wird richtig krass eskalieren am Schluss. Dass da wirklich eine ganze Wave voll mit Leuten kommt. Ja, ich sehe hier einen. Das ist Wahnsinn. Vielleicht auch das ist dann Wahnsinn. Zu den Mobs an sich. Also das sind keine normalen Mobs, die ihr so kennt aus... Ja, aus dem normalen Survival, sondern die haben eine sehr intelligente KI, die können Blöcke abbauen, die können Blöcke setzen, die klettern, die buddeln, die machen alles Mögliche, um zu diesem Nexus zu kommen. Ja, also man ist hier auf lange Sicht gesehen nicht sicher. Also wir müssten alles geben, um das zu verteidigen, Männer. Ja, auf lange Sicht kommen die einfach fast überall durch. Also damals, als wir das gezockt haben, da hatten wir wirklich eine richtig krass gesicherte Burg mit Lava, Kakteen und allen möglichen und Fallgräben und die haben es trotzdem geschafft irgendwo, ne? Und das ist also wirklich schon eine ziemliche Herausforderung. Ja, aber was wie man gerade schon sagt, die Ruhe liegt im Sturm. Nee. Ruhe das war jetzt gut. Alles klar. Nein, die Ruhe vor dem Sturm, ja. So. Ja. Geil. Hier ist noch einer. Sehr mal. So. Es ist Freitagabend, Leute. Ihr werdet es morgen am Samstag sehen, aber so ist man halt drauf. Ne? Ich bin schon ganz nüchtern und ich freue mich schon wieder auf etwas bisschen Alkohol. Ne? Oh, was ist denn hier los? Du geht schon Zuckungen hier. Jo. Ne? Siehst du mich im Turm? Ist es mit Frage, welcher Turm? Da, ja, hallo, da oben bist du. Ich schieße es nicht auf dich, weil... Ich bin ganz alleine hier, ich will den Nexus nicht verlassen, weil ich Angst habe, dass dann irgendjemand kommt und wir bemerken den nicht. Und er wird sich dann hier... Ich meine, ja, die anderen haben es schon erwähnt, ne? Die buddeln sich hier durch Wände und alles Mögliche, also man muss
aufpassen. Also die Burg ist ja unten drunter. Ah, hier unten. Ist mit Doppelboden oder glaube ich sogar Vierfachboden mit Obsidian, soweit ich das ja noch in Erinnerung habe, oder? Ja. Ja, das wird sehr schwer für die kaputt zu machen, aber die kommen da irgendwann durch. Irgendwann, also ne? Wave ist jetzt zur Hälfte abgeschlossen, die zweite, ne? Den noch keinen einzigen. Sag mal, was ich mich auch. Okay, der eine macht es einfach, der geht einfach schon mal freiwillig durch die Lava. So, wir gehen mal raus, gucken uns mal um. Ah, scheiße. Auf der einen Seite dürfte vielleicht mit dich durchbuddeln. Hab so das Gefühl. Ja, da kommen sie auch schon, da kommen sie. Wave 2. Ich habe nicht Kontakt, ich habe bitte Anweisungen. Ich weiß, wir werden natürlich hier feuern. Hier dürften sie dann auf der gleich durchkommen. Kommen wir hier runter? Ihr seht auch, dass die sehr intelligent sind. Die wissen ganz genau, wie sie zu diesem Nexus kommen und laufen hier die Treppen hoch. Mhm. Haben schon gutes GPS eingebaut. Ah, und natürlich auch, Mann, ganz wichtig, wir benutzen natürlich den Flans-Mod mit Modpacks noch. Ihr werdet das alles verlinkt haben, aber diese Waffen hier sind natürlich nicht so im Spiel vorgesehen, sondern das sind halt auch Mods. Ja, es gab noch kein cooles Update, wo sie jetzt solche coolen Waffen überall eingefügt haben, nee. Leider. Das haben sie noch nicht getan. Ja, dann wäre das Spiel aber auf einmal ab 18 oder so. Ja, genau. Noch ein Blattmod rein. Dann passt also, wir haben auch hier Ballistik drin, ne? Also, von der Distanz ist der Bullet Drop so hoch, dass ich jetzt nicht genau treffen kann. Ja, der Rückstoß ist auch halt ziemlich simuliert. Will jemand in den Bergfried kommen, mich befreien? Also, Leute, ne? Ihr könnt eure Waffen modifizieren und dann macht ihr. Ich habe da einen Foregrip dran, also so einen Untergriff. Und dann habe ich weniger Recoil. Ist jemand an Nexus gerade? Ja, ich bin gerade an Nexus. Alles klar, ah, Nexus ist gesichert. Alles safe. Ja, wir müssen uns eine Militärsprache überlegen, Leute. Irgendwie so Alpha Charlie 15 an, Delta 13 oder so. Allah, hilf mir hier raus. Wo bist du denn oben? Oh, hier. Was bist du denn da? Ja, die Tür ist zugegangen und die geht nicht mehr auf von außen. Also ich hole dich. Aber ein paar stark modifizierte AKs. Achtung, nicht rausgehen. Okay. Achso, hier. Wachenlager. Gut. Genau, wenn ich das richtig verstanden habe, nehmen, glaube ich, jetzt, wir nehmen das Ganze aus drei Perspektiven auf, oder? Kommt das vier, oder? Vier, ja. Verlag? Weil ich nehme auch auf. Ja, ich nehme auch auf, ja. Also ihr findet alle alternativen Ansichten natürlich in der Videobeschreibung, ist ja klar. Wenn ich meine natürlich hochlade, ne? Oh! Müssen wir nur diese Sicht haben? Hm? Was da los? Sind Leute in der Festung? Feinde? Nee, aber du wurdest gerade fast von der Spinne angegriffen. Oh! Da steht die. Maxi, brauchst du Hilfe, oder? Komm mal vorbei. Okay, soll Ziel nicht schießen. Warum ist denn da Spinnenfäden mitten in der Luft? Ja, lol. Da unten kommen noch ein paar. Ständige Skelette und so auch dazu? Mein Gott. Alles. Oh. Oh. Ja, also normale Mobs kommen auch dazu, ne? Alter, das ist voll krass, Mann. Voll krass. Also ihr merkt, ne, dass da jetzt langsam die Aktivität etwas steigt. Und wie Muni hab ich denn von denen... Ach, wie gesagt, das ist, ich glaube, das ist so das, was das am meisten auszeichnet auch, dass man einfach so diese Spannung hat. Man weiß, es ist jetzt noch ganz locker und später werden wir überrannt. Boah. Und irgendwann wird das passieren. Die schlimmsten sind ja diese komischen Pigmans, weil die bauen ja. Die anderen haben ja nicht viele Chancen, außer die sprengen sich durch die Wände oder sowas. Aber soweit sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir haben auch hier extra Schlösser, die wir schließen können. Mhm. Ich mich jetzt frage, wo das hier ist, aber hier haben wir es auf jeden Fall. Jemand von euch hat sogar eine Minigun. Ich habe eine Minigun. Toni. Ja, ich habe eine Minigun auch hier. Mal guckt euch das an. Das ist ein richtig fettes Teil. willst du was zu essen? Hier. Oh, danke. Ja, oh. Leider ist mein Inventar voll. Tut mir leid. Könnte mal die Mauer nicht. Sag mal, jetzt, by the way, wann war denn dieser Gammelfleischskandal? Das ist doch schon Ewigkeiten her, oder? Wann war das? War ein Riesending damals. Boah, der wäre gerade bei einer Spinne hochgekommen. Auch schon 3 Jahre her, ne? Ja, bestimmt. 3-4 Jahre, das ist bestimmt schon her. Ja, und diese Burg könnt ihr übrigens herunterladen. Schaut mal in der Beschreibung nach. Also ich denke, wir werden da alles reinpacken, wenn der Alex das nicht vergisst. aber ansonsten ist das eine Burg, die wir mal letztes Jahr gezeigt haben und gebaut haben. Und hier war auch das User-Event, was wir dieses Jahr hatten. Und das war extrem geil. Ja. Mhm. Übrigens, so ein Event werden wir nochmal machen. Mal gucken, ob wir das noch dieses Jahr schaffen. Weil die Zeit wird natürlich gegen Ende des Jahres ein bisschen knapp. Da steht dann so viel an. Es ist immer los, ne? Mal an Weihnachten, Geburtstag haben wir auch noch irgendwann um die Zeit. Will aber jetzt nicht sagen, wann genau. Und dann ist auch noch Silvester und das ist immer was los. Das ist Wahnsinn.
Da ist, oh, da aus ist dem einer. Süden kommen noch ein paar Spinnen, sehe ich gerade. Aus dem Süden. Ja. Ganz professionell hier. Ich habe hier gar keine Orientierung. Ich weiß gar nicht, was das ist. Wo ist der Süden? Ja, F3. Ich habe erst mal F3 gedrückt. Ach so. Ja, dumme Scheißspinne. Ganz clever, ganz clever. Ja, ja. Wir haben schon die Wave 4 haben wir schon komplett durch. Und wir haben jetzt 10 Minuten gespielt. Diese Folge wird jetzt nicht so lang, sondern nur 20 Minuten etwa. Und wir werden dann danach nochmal etwas mehr hier machen. Hier sind. Oh, dahinter. Muss man kurz ich habe ein paar stark modifizierte G36 im Lager. Boah, also ihr seht, Leute, der fängt an zu bauen hier. Der baut. Oh, es regnet auch schon, das ist schlecht so rum. Oh, jetzt habe ich Aggressivpark geladen. Oh, ja, ich werde immer versuchen, jetzt von da runter zu kriegen. Die fangen an, sich rüber zu stacken, Leute. Aus dem Süden, da sind einige von den netten Kollegen angekommen, glaube ich, inzwischen. Jo, ich hol mal hier. Okay, der nette Zombie-Pigman aus der Nachbarschaft. Ja, wir haben hier dann halt den Vorteil hier so schön. Ah, ja, hier. Hallo, mein Freund. Wir müssen den töten, der wird... Alter, was probt denn der jetzt für einen Aufstand? Der hat ja mit den Armen die hat ja die Arme gehoben, der Typ. Wo will der denn hin? So, den haben wir. Das ist mein zweites Magazin schon. Das darf doch nicht wahr sein. Achso, ich habe ja hier noch einige Magazine. Also, Munition sieht jetzt viel aus, aber wenn später mal so viel reinkommt, dann kann das schnell zum Problem werden, die Munition. Munitionsknappheit. Wollen wir mal kurz eine Statusmeldung machen? Wie sieht's aus? Also, bei mir ist soweit alles frei. Ja, Süden ist es auch wieder frei langsam hier. Ach, warte. Gut, dann muss ich mal gucken, wo ich jetzt hier bin. Warte mal. Ja, einfach F3. Habe ich noch nie so orientiert. Nord, also nördlich ist alles in Ordnung. Okay, ich schau mal im Osten vorbei. Alter Maxi. Oh, ich hab zum Glück genug Muni mit, ne? Das Ding fliegt sowas nach oben, ey. Hat irgendjemand den, also ich weiß, wisst ihr was? Ich gehe einfach mal den Bergfried hoch und von oben hat man bestimmt eine ganz gute Sicht, oder? Sag mal, das ist auch schon ewig her, wo wir da drin waren. Also ich werde die Zugbrücke sprengen, wenn die hier hochlaufen. Alter, wie im Zweiten Weltkrieg, oder was? Einfach alles sprengen. Ja, stimmt, wir hätten das TNT mitnehmen sollen. Vielleicht soll ein C4 mitnehmen. Haben wir C4 in der davon kann. Large Number of Mobs. Ich werde mal hochgehen noch weiter und werde mal gucken, ob ich von oben was sehe, von Bergfried. Also vom Osten kommen ein paar Spinnen. Osten ist eine. Okay, ist tot. Sehr gut. Fleisch. Bei 5 ist. Wir haben ja hier diese Pistentüren noch. Alex? Die können wir auch verwenden. Ich hab hier noch was für dich. Ey, wir sind schon bei Welle 5. Wenn jemand verwundet wird. Hallo? Fleisch habe ich davon. Hallo? Ja. Hi. So, ich darf natürlich jetzt nicht runterfallen, das wäre ganz blöd. Ja, das ist ich habe jetzt soweit alles im Blick, auch wenn die Render Distance ein bisschen zu wünschen übrig lässt, muss ich jetzt mal erhöhen. So, sollte dann passen. Ja, doch, ich kann was sehen. Ich sehe, dass die sich von, jetzt muss ich mal gucken, von südlicher Richtung bauen die sich rüber, ne? Die haben da schon ein bisschen was aufgebaut. Aber ansonsten sieht das ganz okay aus. Ja, also Norden ist aktuell auch wieder okay. Da ist nix los. Ich gucke jetzt mal überall in alle Richtungen. Ist auch ab und zu jemand beim Nexus, weil es gibt ja immer diese blöden Monster, die sich einfach irgendwo sonst wohin unten durchbuddeln und dann unentdeckt den Nexus killen. Das ist meistens so der Grund, warum man dann verliert. Talk. Oh, da kommen die ganzen Truppen, ey. Wir müssen uns besser verteilen. Okay. Also es ist... Oh ja, jetzt hört man das schon. Es wird jetzt etwas spannend. Es wird spannend, Freunde der Sonne. Okay, ich gehe ans Torhaus. Sollen wir das Torhaus schließen, Sir? Nee, lass mal noch offen. Wenn es brenzlig wird, machen wir das zu als letztes Mittel. Ich habe doch gesagt, was ich mit dem Ding mache, aber ne? Solange wir die Stellung halten können, würde ich sagen, machen wir das. Also erst dann, wenn wir nicht mal raus können, wenn es zu gefährlich wäre. Das ist Wahnsinn, Leute. Das ist echt Wahnsinn. Alter, was war das denn? Der Mob ist so geil gemacht. Nexus, deine Waffe. So, Mann. Ich bin hier am Nexus. Und ich werde jetzt mal in Richtung Norden bewegen. Und guck da mal nach. Da waren wir vorhin schon. Aber es ist alles ruhig aktuell. Ja, ich gehe nochmal Richtung Süden nachschauen. Da kamen vorne immer schon mehrere Wellen. Die Ruhe vor dem Sturm. Wie habe ich vorhin gesagt? Irgendwie Bullshit habe ich vorhin gelabert, ne?
Der irgendwas mit Sturm und Ruhe und Frieden, keine Ahnung. Ja, ich habe übrigens einen MG. Der Sturm vor der Ruhe, habe ich glaube ich gesagt. Ah, Maxi vorhin, ist schon oder? Da, okay. Oh Mann, war das witzig. Also hier ist alles klar, ne? Soweit. Man kann da jetzt auch ein bisschen bei mir sehen, dass die angefangen haben, da was zu bauen. Das wird später noch schlimmer. Oh, sag ich jetzt. Wir müssen die anderen Seiten der Burg beachten, halt die Nord- und Südseite, ne? Ich meine die West- und Ostseite, da wo halt kein Tor ist, ne? Jo, ich gehe zu Westen. Die ist halt eher abgeschnitten, ne? Okay, wir waren gerade, wir sind doch 5 Leute, ne? Ah, oh, da ist schon eine. Ach du Kacke, da unten ist schon eine Spinne hochgelaufen. Da bist du, Toni. Hi. Okay, das war eine Spinne. Ja, die Lage. Die Lage wird ernst, Leute. Die Lage wird langsam ernst. Das ich guck jetzt mal hier rein. Echt wir sind mies. Bei Wave 6. Okay. Haben wir jetzt fertig, ne? Jetzt sehr geht's gut. Weiter mit der nächsten Wave. Und natürlich werden die auch immer intensiver, ne? Je höher die Zahl ist. Ach, diese Spinnen sind immer so heimtückisch, weil die können einfach überall hochlaufen. Ja, das ist. Deswegen sollte eigentlich immer jemand am Nexus bleiben, falls dort Feinde eindringen sollten, was natürlich passieren kann, dass jemand da ist, weil die buddeln sich ja auch, du hast ja schon erwähnt vorhin, ne? Die buddeln sich unten und im Untergrund durch und dann hier hoch und das kann sein, dass man das nicht unbedingt mitkriegt. So, ich kann jetzt eigentlich relativ gut gleichzeitig so nach Osten, nee, nach Norden und nach Westen gucken. So, ich komme mal zu dir. Ich höre was. Ich glaube, es wird jetzt auch dunkel, ne? Das heißt, wir kriegen allgemein Probleme mit Mobs. Ach ja, die normalen, ne? Die kommen auch noch dazu. Ja, wobei die Burgbeleuchtung so ausgelegt ist, dass das normalerweise funktionieren sollte. Mit, okay. Hallo, ja. Haben wir noch einmal. Das dürften eigentlich keine Monster spawnen. Diese blau leuchtenden Spinnen, die sind noch einiges krasser, oder? Glaube ja. Ja. Da, es gibt auch Spider-Man. Spider-Man kann da auch auftauchen auf einmal. Gibt es auch solche Boss-Mobs, also solche Riesendinger? Alter. Oder gibt es das nicht? Was denn doch, da kommen noch abgespacedere Mobs. Da kommen noch voll komische. Ja, Hulak, du hast das alles im Griff hier, oder? Ja, also hier ist gerade eben nicht viel los, also. Munition. Das ist kein gutes Zeichen, wenn hier nichts los ist. Ja, das ist wirklich kein gutes Zeichen. Aber das heißt, sie sind irgendwo anders, die Mobs. So, der die Westen hat ja schon angefangen, die Runde. Runde 7. Geh mal auf die, wo steht denn das wieder? Auf die East-Side, ne? Ah ja, dann kommt was, aber da steht da einer. Ich kann Schüsse hören. Ich komm da jetzt hin, wer auch immer feuert. Ich komm jetzt dazu. Oh, Spinne! Was ist das denn da hinten? Da bist du, Toni. Ja, ich bin da oben auf dem Posten. Ah, du hast gefeuert, okay. Ja, was ich brauche, ist ein Gewehr mit höherer Range und mehr Damage. Also ich habe die M60. Ich habe die M16 und es funktioniert ganz gut soweit. Also, um mir mal zu zeigen, hier ist die Minigun. Oh, da ist so ein. Die M1014, M16 und USP, die ich habe, als Waffen. Hier waren Minigun. Das ist Wahnsinn. Wie krass, die sind ganz viele in so einer Höhle drin, schnell. Die sind hier durchgegraben, das haben wir Alex, nicht gesehen. Alex, brauchst du ein größeres Kaliber? Ich hab nicht meine mit. Was? Hä? Die graben sich unter der Burg durch, oder was? Was war ja, das? Hier ist irgendwas explodiert, glaube ich. Das waren schon mehrere jetzt hier, die hier sich hier befinden. Wo bist denn du? Gib mal Koordinaten durch, komm mal zu dir. Ich bin auf der Westseite. Oh oh. Und bei der Westseite, da haben sich welche reingebuddelt. Das ist schon auch, ein bisschen insubsidian. Bei mir auch. Ostseite sind hier irgendwas also, am Bauen. Okay, ich komm zu dir. Ganz ruhig bleiben, okay? Ganz ruhig. Ich höre Mobs. Die sind unter uns. Oder irgendwo sind die. Ich kann die nicht sehen. Ja, aber sie haben sich hier unten drunter gegraben, Alter. Okay, wir haben Schüsse jetzt massiv abgefeuert. Ja, ich gehe mal ein bisschen drumherum um die Burg und schau mal. Olak, wo bist du? Ich bin bei dir. Ja, die hier graben sich überall rein, Leute. Müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Hier die Brücke runter. Brücke runter. Okay, Brücke runter. Hier unten. Haben die da eine Höhle? Die haben sich eine Höhle gegraben. Die haben sich hier unten drunter gegraben, ja. Ey, das ist Wahnsinn. Wir räuchern das aus, oder? Geh mal da mal rein. Gibt's eigentlich ja einen Anwerfer? Aber nimm da zu viele Männer mit. Ey, das ist Wahnsinn. Guck dich das an. Hier liegt überall Cobblestone. Die waren hier gerade dabei. Scheiße. Die graben sich. Das Feuer geht nicht aus. Das Feuer geht nicht aus. Komm raus. Ah, ihr seid hier, Wir sind da, wir sind hier, ja, alles ja, gut. Ja, hinten haben sie eh nicht weit reingegraben, aber gut. Gut.
Das, ja, das müssen Wahnsinn. Wir auch im nächsten Teil dann echt drauf aufpassen. Schleim. Man. Oh, Spinne, Spinne. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Da hat er nicht gefeuert, sondern hat gezielt. Aber die hat mich auch nicht angegriffen, muss ich sagen. Ihr seht auch, dass da auch... Guck mal, Leute links, ne? Ist auch schon ein bisschen... Die wollen's wissen, die Mobs. Ist aber krass, dass die so einen Tunnel graben. Könnte man ja meinen, so wie der aussah, dass der von einem Mensch gegraben wurde. Aber... Da ist ein Pikmin hier auf... Wir müssen mal schauen, David. Vielleicht ist es noch woanders, solche Löcher in der Base herum. Vermutlich. Kann man vermuten, ja. Dass die irgendwo unter uns sind. Danke. Hey, David. Servus. Ach, cool. So, Wave 8. Ah, lo! Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Alles gut? Ja. Also, wenn ich jetzt mal auf die Uhr schaue, wir haben jetzt 7:30. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass wir nicht so lange aufnehmen können. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut, weil so eine Episode sollte nicht zu lange sein. Und wir werden es jetzt am Wochenende nochmal weiter aufnehmen und dann am Montag vermutlich oder irgendwann im Laufe der nächsten Woche noch weiter nachreichen. Und ich kann es nur wiederholen, ihr habt mehrere Ansichten, guckt da einfach mal vorbei. Das ist ja jetzt nur meine Ansicht, die ihr sehen könnt und die anderen könnt ihr natürlich auch erleben. Guckt einfach mal in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn es euch gefällt und ihr schon in der Vergangenheit in welchem Mod gesehen habt und das einfach fördern wollt, gebt ein Like auf das Video und zeigt uns das und es wird auf jeden Fall dann mehr in der Richtung kommen. Ich werde dann auch mal schauen, ob wir es nächste Woche einschieben. Da sollen ja normal noch andere Videos kommen. Ich weiß auch, dass Leute eine Roomtour von uns wollen, dass ich einfach mal den PC zeige und alles, was sie so benutzen. Habe ich vor, vielleicht am Montag oder so mal zu machen. Mal gucken, wie es zeitlich schafft. Jo, ansonsten haben wir das, glaube ich, soweit so gut, ganz gut verteidigt, oder? Soweit. Ja, bis jetzt geht's. Aber wir müssen dann echt in der nächsten Folge aufpassen, dass sie sich nicht reingraben. Ach du Kacke. Oh ja. Ja, aber wir haben halt wirklich jetzt das Problem, dass die unter uns sind, ne? Und die könnten jederzeit hier irgendwo rauskommen. Mhm, ja, bei mir sind schon wieder ganz viele. Na gut, dann machen wir nächstes Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet das nächste Mal wieder ein zu einem weiteren Video. Macht's gut und haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.